Es ist meistens viel zu säurehaltig, viel zu viel Protein und ihr fühlt euch scheiße. Okay Leute, ich werde sehr häufig gefragt, Karl, was ist denn dein eigener persönlicher Ernährungsplan? Ich will wissen, wie du das alles machst, denn du bist ja extrem viel unterwegs. Wir sehen dich ständig im Ausland, in unterschiedlichen Städten und du bist ja auch sehr beschäftigt fürs mehrere Unternehmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Leute wollen meinen eigenen Plan, dann gebe ich den jetzt mal in groben Zügen. Das allererste bei mir, ihr seht schon hier an der Auflistung der Ziele, bei mir ist natürlich die Optik, die ihr jetzt hier seht, also muskulär zu sein, definiert zu sein, das ist natürlich mir sehr wichtig, eine gute Haut zu haben und so weiter, strahlende Augen, aber das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel bei mir ist erstmal die Leistung. Also ich will körperlich fit sein, ich will gut denken können, also kognitiv will ich extrem fit sein, ich will keine Energietiefs, ich will mich gut konzentrieren können, das ist extrem wichtig bei Präsentationen, Verkaufsgesprächen, Videos machen und so weiter. Dann will ich natürlich auch eine körperliche Fitness haben, das heißt, ich will nicht nur einfach 6% Körperfett haben und gut ausschauen, aber komplett fertig und kaputt sein. Ich will auch joggen gehen können, klettern können, Radfahren, schwimmen, wandern und so weiter und so fort. Das heißt also körperlich und geistig ist ganz wichtig. Dann meine Gesundheit ist mir extrem wichtig, das heißt also gesundes Immunsystem, alle Vitamine, Minerale, Enzyme, Spurenelemente, alles abdecken. Und natürlich, ich will, dass es extrem praktisch ist, dass ich es immer umsetzen kann. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Ernährungsplan habe, wo ich am Tag 6-mal essen soll, das aber gar nicht einhalten kann. Ich will 2 bis maximal 3-mal Nahrung zunehmen, mehr will ich gar nicht, das muss in einem Zeitraum bestimmt sein, der auch für mich funktioniert. Es muss überall funktionieren, es muss portabel sein, ich muss es mitnehmen können. Und wieder, der Leistungspunkt. Sehr viele Menschen, die machen dann zum Beispiel einen Low-Carb-Plan, die machen einen Ketogen-Plan und der mag dann vielleicht optisch funktionieren. Aber die Leute, die sind unfit, das Immunsystem schwächelt, die Menschen werden krank und dann sehen sie vielleicht äußerlich gar nicht so schlecht aus, aber vielleicht bekommen sie Hautprobleme, der Körper übersäuert. Man ist nicht mehr kognitiv leistungsfähig, also man kann nicht mehr wirklich nachdenken. Die Kraft im Sport geht zurück, im Alltag geht zurück. Man kann sich eigentlich nur noch aufs Essen konzentrieren und gar nicht mehr wirklich arbeiten. Das heißt, wenn man das so macht, indem man alle Ziele kombiniert und sich richtig ernährt, dazu kommen wir jetzt gleich, dann kommt die Optik schon. Dann werdet ihr definierter Körperfett verbrennen. Ihr werdet Muskulatur aufbauen, ihr werdet genügend Protein etc. haben und das ist ganz wichtig. Und genauso wie ich es bei mir im Fitnessbereich mache, mache ich es auch bei mir in der Wirtschaft. Wenn ihr Probleme löst, viele Kunden zufriedenstellt, dann kommt das ganze Geld schon hinterher. Und genauso ist es auch beim Body, das ist meine Philosophie. Mein Zeitfenster schaut folgendermaßen aus. Ich esse die ersten 4 bis 6 Stunden des Tages nichts und die letzten 2 bis 4 auch nichts. Hat folgende Gründe. Wenn ihr hier nichts esst, okay, dann habt ihr einen komplett freien Körper, wenn ihr wieder anfangt zu essen. Das sind die Ausscheidungsstunden des Körpers. Dann fange ich an, erste Mahlzeit, zweite Mahlzeit, also Smoothies und Shakes, dazu kommen wir jetzt gleich. Und dann die dritte, das ist jetzt die einzigste feste Mahlzeit am ganzen Tag. Und dann verdaue ich die letzten 2 bis 4 Stunden, dass der Insulinspiegel wieder runter geht nach unten und der Wachstumshormonspiegel nachts steigt, dass ich nachts Testosteron produziere, Fett verbrenne und Muskulatur aufbauen nachts. Viele essen das kurz vorm zu Bett gehen. Macht auch gar keine Casein-Protein-Shakes, definitiv kein Magerquark. Das ist alles für den Körper extrem schwer zu verdauen. Dann macht ihr morgens auf und seid immer so halb fertig schon, könnt nicht richtig arbeiten. Und dann fange ich hier an, ich habe so ein Zeitfenster zwischen 6 bis 8 Stunden, in dem ich esse und dann war es das. Und wenn ihr jetzt hier abends wieder gut tankt, dann müsst ihr auch morgens gar nicht mehr essen. Das ist wie mit dem Auto, wenn ihr das Auto abends voll tankt und ihr fahrt dann morgen Nachmittag weg, dann ist der Tank immer noch voll, die Glykogenspeicher sind immer noch voll. Was also ich mache ist, ich nehme 2 Smoothies, Shakes oder Säfte, okay? Das sind die ersten beiden Mahlzeiten und die müssen jetzt folgendes abdecken, okay? Die müssen jetzt abdecken, Protein, jeweils ca. 30 bis 40 Gramm. Wenn ich jetzt einen Saft mit rein kombiniere, dann hat eben der Shake 60, also 50 bis 60 Gramm eben, okay? Das ist das Protein, was ich tagsüber abdecken will. Das macht mich auch wach. Protein macht wach, versorgt die Muskulatur. Das zweite, was ich dann abdecke nach Protein, sind die essentiellen Fettsäuren, okay? Das ist das zweite, was ich hier abdecke, indem ich Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen nehme, okay?
Protein decke ich ab, entweder mit Plantein Duo, also ein Proteinpulver von ProFuel. Das ist im Grünzeug drin, oder ich nehme Bohnen. Zu einem Beispiel komme ich jetzt gleich. Und ich decke ab Ballaststoffe, also ich habe immer Grünzeug mit drin. Ich decke Vitamine plus Minerale mit Obst und grünem blättrigen Gemüse ab. Das ist also dann wirklich alles schön abgedeckt. Und es ist alles extrem basisch für den Körper, alkalisch. Die meisten Leute, die auch beispielsweise mal bei dem Tony Robbins Seminar waren, die wissen, für Gesundheit und auch für einen klaren Kopf, um auch gut Business machen zu können, basisch, extrem gut gegen Antikrebs, Antidiabetes Typ 2, Anti-Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genügend Vitamine, dann Kohlenhydrate fahren wir erstmal runter. Wir haben genügend Ballaststoffe, die uns sättigen, also viel Volumen für wenig Kalorien, essentielle Fette und Protein. Ein Beispiel dafür ist 300 bis 400 Gramm Romana-Salat, 50 Gramm jeweils Spinat und Grünkohl. Ihr könnt auch eins von beiden auswählen. Dann nehmt ihr 300 Gramm Mangowürfel gefroren, 2 reife Bananen, 2 Datteln. Dann haben wir schon mal gesunde Kohlenhydrate abgedeckt. Wir haben das Grünzeug abgedeckt. Dann 100 Gramm Blaubeeren. Dann nehme ich noch 100 bis 150 Gramm weiße Bohnen und 10 Gramm Chiasamen. Dann ist alles optimal abgedeckt. Dazu noch ein bisschen Ingwer, ein bisschen Limette und ein bisschen Minze. Macht euch mal diesen Shake, der schmeckt wahnsinnig toll. Das Grünzeug schmeckt man gar nicht raus. Und wer jetzt bei mir in meinem Fitnessprogramm drin ist, jeder, der da jetzt reinkommt, der bekommt meinen eigenen Ernährungsplan noch zusätzlich mit 5 Smoothie-Rezepten, kalorisch auf sich selber persönlich angepasst, auf die Ziele angepasst. Und natürlich vieles mehr, also Mahlzeiten, vegetarisch, vegan, omnivor, alles ganz genau auf dich, dein Kalorienbedarf und dein Ziel, Muskelaufbau oder Definition abgestimmt. Und dann gibt es bei mir eben abends die feste Mahlzeit, und zwar sieht die folgendermaßen aus. Wenn ich zu Hause esse, dann nehme ich immer, jetzt gehe ich runter auf die Knie für euch Leute, ja, jetzt sind wir hier schon unten, und zwar, ich habe eine Proteinquelle, und zwar circa eine Tasse voll. Wie schon gesagt, wer es ganz genau berechnet braucht, alle, die im Online-Kurs von mir sind, Shred-Programm, Bodybuild 360, Home-Programm, Business Body, die bekommen das alles personalisiert für sich zugeschnitten. Da haben wir jetzt hier Linsen, Bohnen, Quinoa oder Amaranth, oder für die Leute, die eben Fleisch essen und Milchprodukte, was ich wirklich nicht empfehle, wenn ihr nur extrem wenig, dann geht ihr her und holt euch ein mageres Stück Fleisch, Eiklar, und wenn es Milchprodukte sein müssen, dann ein Magerquark. Dann haben wir die Kohlenhydratquelle. Da nehme ich immer ca. das 3- bis 5-fache an Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, brauner Reis, Vollkornnudeln oder Haferflocken. Dann eben eine fettarme Soße, eine Sojasauce, eine ganz leichte Currysoße, Süß-Sauersoße, Balsamico und so weiter. Dazu esse ich einen kleinen Salat. Der sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich gehe mal her und ich nehme wieder Romana, weil es extrem mineralhaltig ist. Ich nehme Tomaten, Zwiebeln, dann nehme ich hier Gurke, Paprika und einfach nur ein Esslöffel Apfelessig und Balsamico obendrauf mit ein bisschen Zitrone. Schmeckt fantastisch. Dann habt ihr hier den Salat abgedeckt, Kohlenhydratquelle, Proteinquelle. Fett braucht ihr keins mehr großartig. Dann habt ihr diese beiden kleinen Mahlzeiten. Und ich sage euch, nach 3, 4, 5 Tagen passt euch super an. Ich habe extrem viele Kunden, die nehmen allein damit schon jede Woche einige Kilos ab, bauen Muskelmasse auf, fühlen sich viel besser, schlafen besser, können potenziell Bluthochdruckmedikamente absetzen, brauchen weniger Insulin, wenn sie krank sind, alles Mögliche, fühlen sich einfach top, es ist wirklich genial. Wer sagt, er möchte sich wirklich komplett umstellen, in einer dreiwöchigen Umstellung, der kann Folgendes machen. Und zwar Folgendes, auf juicery.de, ich werde es einblenden, juicery.de, gibt es nicht nur meine Saftfastenkur, meine frischen Säfte, sondern auch dieses Buch. Und da sind über 30 Rezepte drin. Auch hier für diese letzte Mahlzeit, Smoothies, Rezepte, auch Burger, alles mögliche, Tacos, ist alles mit drin, Salate, eine dreiwöchige Komplettumstellung, alles was ihr braucht, auch Tipps über Umwelt, Bewegung, das ist also wirklich alles mit drin. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, die Ziele sind ja klar, dann nehme ich 2 Smoothies oder eine Kombination aus Shakes und Säften, das mache ich. Den allerersten nach 4 bis 6 Stunden, dann nach 3, 4 Stunden den zweiten und dann abends eben die große Mahlzeit. Einen Salat esse ich immer zuerst, dann Protein- und Kohlenhydratquelle jeweils, eine sehr leichte Soße und nochmal 2 Richtlinien. Vor jedem Essen trinke ich immer einen halben Liter Wasser, so eine halbe Stunde vorher, und direkt vor und nach dem Essen und während dem Essen nichts.
weil die Enzyme, die werden dann verwässert. Das heißt, die Verdauung wird schlechter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt, pro 20 Kilogramm Körpergewicht trinkt ihr bitte 1 Liter Wasser und pro Stunde Sport auch nochmal 1 Liter Wasser. Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt jemand 80 Kilo wiegt, dann wären das 4 Liter Wasser plus 1 Stunde Sport am Tag, dann wären das 5 Liter Wasser, okay? Ganz einfaches Beispiel. Jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Wer noch nicht weiß, welchen Fitnesskurs er nehmen soll, der kann hier unten kostenlos einen Fitness-Test machen. Dann sagt er dir, welches Trainings- und Ernährungsprogramm für dich und deine Ziele am besten geeignet sind. Und das Buch, finde ich definitiv, ist ein Muss, das sollte jeder mit drin haben. Jetzt wisst ihr, wie ich das Ganze mache, um definiert zu bleiben, das ganze Jahr wirklich fit zu sein. Bis zum nächsten Mal, euer Karl. Da geht es dann wieder um mehr Training, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Und noch eine Sache, die ich fast vergessen hätte. Am 22. ist der große World Fitness Day. Da ist im Endeffekt die Creme de la Creme der FIBO, alle Social Media Leute. Ich bin mit Profil da, mit Juicery, es wird Reebok da sein, X Martin, Sophia Thiel, es wird da sein, Flying Uwe, also alle Social Media Präsenzen, die ihr so kennt. Und jeder, der dort ein Ticket löst, die sind alle hier unten, der bekommt von mir 100 Euro in Wert von Gutschein, das heißt also Entrepreneur Fastlane Kurs, das heißt also, wie man selber lernen kann, innerhalb von ein paar Monaten 30-50% mehr Einkommen zu verdienen oder 3.000-5.000 Euro Nebenjob-Einkommen zu verdienen, selbstbewusster werden, Erfolgseigenschaften lernen. Und für alle meine Fitnesskurse sind überall 30 Euro Rabatt mit drin. Das heißt, das Ticket, selbst wenn man nicht geht, lohnt sich jetzt das Ticket zu kaufen. Alle Informationen unten. Das war's jetzt. Ich hoffe, ihr habt alles mitgenommen. Schaut es vielleicht sogar 2-3 Mal an. Zeigt es euren Freunden, die es nicht glauben, dass es auch wirklich einfach geht. Ihr seht, Muskelmasse bei mir immer noch vorhanden. Und ihr braucht keine 5-6 Mahlzeiten am Tag und ihr braucht auch kein Low Carb, kein Ketogen, das ist meistens viel zu säurehaltig, viel zu viel Protein und ihr fühlt euch scheiße. Probiert es mal so, euch, ich garantiere euch, es klappt. Ciao.